Hallo und einen wunderschönen guten Morgen am Freitag, den 10. Februar. Wir sind mal wieder klirrend kalt in den neuen Tag gestartet und zwar insbesondere in der Südhälfte. Dafür scheint aber hier schon verbreitet die Sonne. Über Norddeutschland sieht es dagegen eher grau statt blau am Himmel aus. Dafür war es aber nicht so kalt in den frühen Morgenstunden. Und aus dieser Wolkensuppe bzw. aus diesem Hochnebel fällt momentan auch zum Teil ganz, ganz feiner Nieselregen heraus. Und das wird zum Problem in der Nacht zu Samstag und am Samstagvormittag. Die Rede ist vom Glatteis und das wird insbesondere dann vom nordhessischen Bergland in Richtung südliches Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen passieren. Zum Teil ist auch noch Oberfranken, also Teile von Nordbayern, betroffen. Also hier die Glättegefahr, insbesondere dann ausgangs der Nacht. Im Laufe des Tages beruhigt sich das aber rasch wieder, weil die Temperaturen in den deutlichen Plusbereich ansteigen. Die Sonne, die bekommen wir am Samstag dann aber nur im äußersten Süden und in den Bergen zu sehen. Das wird am Sonntag auch ganz ähnlich sein. Also meist haben wir graues und trübes Februarwetter. Die Sonne sehen wir nur im Südwesten zum Teil und auch in den Bergen. Und die Temperaturen, die steigen so ein bisschen weiter an auf um die 10 Grad plus. Übrigens, das ist das Temperaturniveau und auch das Wetter, was uns in der nächsten Woche bevorsteht. Denn das ruhige Hochdruckwetter hält weiter an. Und damit gibt es einen Mix aus Sonnenschein, Nebel oder Hochnebel.